Dann darf ich aufrufen, Tagesordnungspunkt 56 mit 37, Entschließungsantrag der CDU und der GRÜNEN, Schutz von Frauen und Kindern, und den Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, 1,5 Millionen Euro Soforthilfen, Drucksachen 20/3464, 20/2814. Erste Rednerin ist die Kollegin Bründel für die Fraktion Bündnis 90 die GRÜNEN. Und auf dem Weg hierher darf ich Sie noch einmal erinnern an die Bitte, Distanz auch im Plenarsaal zu halten. 1,5 Meter ist die empfohlene Distanz. Das werde ich heute noch ein paar Mal wiederholen. Und dann haben wir es irgendwann auch. Dann können wir es irgendwann auch. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr gerne. Das könnte jetzt vielleicht. Distanzaufforderung und Hygieneregeln direkt eingehalten. Dankeschön. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas für gesellschaftliche Missstände und stellt uns vor große Herausforderungen. Gut, dass wir bereits vor der Sommerpause den Weg geebnet haben, um in dieser Krisensituation finanzielle Hilfen schnell und verlässlich bereitstellen zu können. 3 Millionen € stehen nun Frauenhäusern, Beratungs- und Interventionsstellen zusätzlich zur Verfügung, um Mehrkosten abzufedern und zukünftigen Herausforderungen gut begegnen zu können. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, nenne ich handlungsfähig sein in Zeiten, in denen uns die Corona-Pandemie fast täglich vor neue Aufgaben und Entscheidungen stellt. Wer sich in den letzten Monaten mit dem Thema Gewaltschutz auseinandergesetzt hat und mit den Verantwortlichen, den Verbänden und den Einrichtungen vor Ort im Dialog war, der weiß, dass diese Mittel zeitnah benötigt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Frauenhäuser, Interventions- und Beratungsstellen leisten eine unverzichtbare Arbeit. Sie haben seit Beginn der Covid-Pandemie ihre Beratungsangebote an die pandemische Situation angepasst und vorbildlich dafür gesorgt, dass Frauen und Kinder weiterhin vor Gewalt und Bedrohung geschützt werden können. Sie brauchen nun Gelder für zusätzliches Personal, für Miete, für Büroausstattung oder auch, um neuen Kommunikationswegen gerecht zu werden, aber auch, um Absagen von Schulungen und Workshops zu kompensieren. 3 Millionen € aus dem Sondervermögen Hessens Gute Zukunft sichern sollen nun dabei unterstützen. Und liebe Frau Kollegin Gnadl, ich muss Sie jetzt einmal persönlich ansprechen. Ich kann es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, auf die, sagen wir mal, recht unterschiedlichen Pressemitteilungen von Ihnen einzugehen. Im Mai fordert die SPD 1,5 Millionen € Soforthilfe für Frauenhäuser und Beratungsstellen während der Corona-Pandemie. Ich denke, eigentlich wäre es ja jetzt Zeit, sich gemeinsam mit uns über die Verdopplung von Ihnen gewünschten Forderungen zu freuen. Aber zu meinem Erstaunen ist es nicht so. Auf Ihrer Seite konnte ich lesen, dass Sie jetzt 3 Millionen € für Gewaltschutz von Frauen und Kindern als viel zu wenig erachten. Das mag einer verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Liebe Frau Gnadl, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Berechnung für den Antrag vom 20.05. zum Gewaltschutz waren, aber da hatten wir auch schon bereits 31 Frauenhäuser. Wir hatten die gleiche Anzahl an Beratungsstellen. Und ich hoffe doch auch, dass Sie auch damals schon den Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen mitgedacht haben. Also, Fazit ist, selbst die doppelte Fördersumme ist der SPD nicht genug. Das mag verstehen, wer will. Und ich finde, diese Kritik an der Stelle ist wirklich nicht glaubwürdig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Menschen in unserem Land standen in den letzten Wochen vor kaum zu bewältigenden Herausforderungen. Mögliche Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes und damit existenzielle Ängste, häusliche Isolation, Social Distancing, Homeoffice, geschlossene Kinderspielplätze, die COVID-19-Pandemie hat weltweit gewohnte Lebensmuster auf den Kopf gestellt und zu großen Unsicherheiten in der Bevölkerung geführt. Und diese Erfahrung zeigt, dass es durch diese Unsicherheiten zu einer Zunahme der häuslichen Gewalt kommen kann. Das Gewaltrisiko von Frauen und Kindern steigt, nicht auch zuletzt wegen den fehlenden Kontrollmechanismen. Misshandlungen bleiben möglicherweise unentdeckt, wenn Schulen geschlossen sind, keinen Präsenzunterricht durchführen können oder eben Kitas nur in eingeschränktem Betrieb sind.
Auch wenn die Zahl derer, die bundesweit in den ersten Wochen und Monaten Hilfen bei Frauenhäusern gesucht haben, nicht so anstieg, wie wir zunächst befürchtet haben, gab es doch einen deutlichen Anstieg beim Bundeshilfetelefon im ersten Quartal, nämlich um 20%. Und derzeit müssen wir davon ausgehen, dass viele Frauen aufgrund der Sorge vor Ansteckung bislang noch keine Schutzeinrichtung aufgesucht haben oder schlichtweg darin gehindert wurden, dies zu tun von ihrem Partner oder Ehemann. Deshalb ist die Befürchtung vorhanden, dass es durchaus noch zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Anstieg kommen kann. Nicht zuletzt ist deswegen die Landesregierung seit dem Beginn der Corona-Krise im Austausch mit den Frauenhäusern, den Kommunen, den Landkreisen, um aktuelle Bedarfe zu ermitteln und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Und gleich zu Beginn der Pandemie, wir haben es alle mitbekommen, in den Kommunen, in den Gemeinden, stellte sich die Frage, wie eine Neuaufnahme in einem Frauenhaus stattfinden kann und gleichzeitig die hygienischen Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Kassel ging damit einem guten Beispiel voran und hat bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt 3 Wohnungen als Interimslösung bereitgestellt. Und viele andere Städte in Hessen haben das auch getan und haben so gemeinsam einen Weg beschritten, der für uns wirklich zeigt, es ist eine gemeinsame Aufgabe auf allen Ebenen, auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene, sich diesem wichtigen Thema anzunehmen. Das Land Hessen ist sich jetzt jedoch auch aufgrund der Nachfragen bewusst, dass es einen Bedarf an Aus-, Umbau und Sanierung von Frauenhäusern gibt. In den nächsten Jahren wird deshalb das Bundesinvestitionsprogramm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen umgesetzt und vom Land Hessen in den nächsten 4 Jahren mit eigenen Mitteln ergänzt. Hessen hat ein flächendeckend ausgebautes Netz an Beratungs- und Interventionsstellen und ist auch in diesem Bereich gut aufgestellt und wird auch in den nächsten Jahren darin noch investieren. Mit über 8 Millionen € unterstützt das Land jährlich die Arbeit der Frauenhäuser, Beratung und Interventionsstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Während der Corona-Krise mit den Verantwortlichen in den Kommunen kommuniziert hat, der konnte feststellen, dass die Landesregierung mit allen Akteuren aktiv im Gespräch sich befindet und sich mit ihnen gemeinsam um die Umsetzung des Gewaltschutzes von Frauen und Kindern kümmert. Aber nicht nur in Zeiten der Corona-Krise beschäftigt uns das Thema Gewalt an Frauen und Kindern. Jede dritte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben physisch oder sexuelle Gewalt. Frauen werden nicht nur in sozialen Brennpunkten Opfer von häuslicher Gewalt, nein, Partnerschaftsgewalt tritt in allen Sozialschichten, in jeder Bildungsschicht und auch in jedem Alter auf. Kinder sind dabei häufig mit betroffen, entweder als Zeugen oder als Direktbetroffene. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Prävention bleibt das elementare Mittel zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Kinder. Und um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Rollenbildern. Gewalt basiert häufig auf tradierten Rollenzuweisungen. Und deswegen müssen wir auch Stereotype und repressive Vorstellungen des männlichen Geschlechtsrollen hinterfragen. Gewaltfreie Konfliktlösungen sind erlernbar. Präventionsmaßnahmen, wir hatten das schon bei dem Thema Femiziden, müssen bereits in der frühkindlichen Bildung beginnen. Und ich habe da auch schon das Beispiel genannt, das Superprojekt Mammut hervorgehoben, was hier auch in Wiesbaden verortet ist. Es handelt sich bei dem Projekt um eine Präventionsarbeit, die bereits an den Grundschulen stattfindet. Und genau da müssen wir auch ansetzen. Wir müssen wirklich direkt schon bei der frühkindlichen Bildung ansetzen. Es gibt viele Präventionsprogramme, das Präventionsprogramm PIT, Programme über das Landesprogramm WIR. Es gibt Fortbildungsprogramme, das ist auch ganz wichtig, Fortbildung für soziale Fachkräfte, die Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung im Fokus haben. Es gibt Fortbildung für Ärzteschaft und andere medizinische Berufe und es gibt die Fortbildung für Täter- und Männerberatungsstellen. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Schutz für Kinder und Jugendliche auszubauen. Sei es mit der Aufstockung der Mittel von insgesamt 1,1 Millionen € in den letzten beiden Haushaltsjahren für die kommunalen Beratungsstellen oder durch die vielen Präventionsmaßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen. Zusätzlich werden in Hessen nach nordischem Vorbild bereits in diesem und im nächsten Jahr 400.000 € für ein Childhood-Haus und 800.000 € für Unterstützung der Kinderschutzambulanz in Frankfurt bereitgestellt. Ich weiß nicht, wer bereits das Konzept eines Childhood-Hauses sich damit inhaltlich mal auseinandergesetzt hat. Es ist ein Konzept von dem skandinavischen Barnahus, also wörtlich Kinderhaus, und verfolgt ein doppeltes Ziel. Das Konzept
möchte einmal den therapeutischen und medizinischen Ansatz verfolgen. Das heißt, es möchte eine Therapie und eine medizinische Handlung für das misshandelte Kind anbieten, aber gleichsam auch der Strafverfolgung dienen. Beweissicherung und Versorgung gehen Hand in Hand. Es ist also eine kindergerechte Justiz, eine Lösung zwischen Strafverfolgung und Kinderschutz. Und das gilt es insgesamt anzustreben in diesem Bereich, wenn wir über Gewaltschutz gegen Frauen und Kinder sprechen. Die Vernetzung aller Akteure. Dieses Prinzip ist auch bei der Arbeitsgruppe Gewalt im häuslichen Bereich im Landespräventionsrat hinterlegt. Der Schutz vor Gewalt an Frauen und Kindern muss interdisziplinär und ressortübergreifend gedacht werden. Der Länderpräventionsrat, die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt, die Akteure auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, die Arbeitsgruppe zum Kinderschutz, Hessen gegen Ehrgewalt, Justiz, Polizei und Beratungsstelle. Alle sind Partner im Kampf gegen häusliche Gewalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewaltschutz und Präventionsförderung zählt zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben und in Zeiten wie der Corona-Pandemie mehr denn je. Jedes Opfer häuslicher Gewalt, jeder sexuelle Missbrauch, jede Vergewaltigung ist eine Tat, die es zu verhindern gilt, bevor sie passiert. Mit 3 Millionen zusätzlich sollen nun Frauenhäuser, Beratungs- und Interventionsstellen unterstützt werden, denn sie leisten für uns eine unverzichtbare Arbeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Abgeordnete Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wo ich schon so freundlich hier heute Morgen angesprochen wurde von Frau Brünnel, möchte ich gerne auch freundlich darauf antworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die SPD-Fraktion hat im Mai einen Antrag hier in den Hessischen Landtag eingereicht für eine Soforthilfe von 1,5 Millionen Euro für die Frauenhäuser. Und zu diesem Zeitpunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatten wir Ausschussberatungen im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss, wo wir uns immer noch anhören mussten, die Zahlen sind ja noch nicht gestiegen, man müsse jetzt noch nicht konkret handeln. Und das Problem war aber schon im Mai erkennbar, dass nämlich einige Einrichtungen und einige wenige haben Sie ja erwähnt, und schon als Frauenhaus zusätzliche Wohnungen anmieten mussten. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir können diese Frauenhäuser nicht alleine im Regen stehen lassen. Wir brauchen sofortige Hilfe, damit entsprechend diese zusätzlichen Wohnungen und diese zusätzlichen Bedarfe auch gedeckt werden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man sich jetzt Ihren Antrag für die 3 Millionen Sondervermögen genau anschaut, dann sieht man, dass da eine Deckelung vorgesehen ist. 31 Frauenhäuser sollen maximal 46.500 Euro bekommen. Das sind insgesamt ein bisschen mehr als 1,4 Millionen Euro. Und da liegen unsere Ansätze, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht weit auseinander. Vielleicht sollten Sie sich das mal anschauen. Und im Gegensatz zur Landesregierung habe ich mir die Mühe gemacht, in den letzten Wochen und Monaten mit vielen Mitarbeitern von Fachberatungsstellen, von Frauennotrufen, von Frauenhäusern zu sprechen und zu schauen, wo sind die tatsächlichen Bedarfe. Denn auf die kleine Anfrage meinerseits an die Landesregierung, was die Fachberatungsstellen, die die sexuelle Gewalt an Kindern bekämpfen, habe ich nur geantwortet bekommen, dass man das nicht erheben könnte, wie die tatsächlichen Bedarfe sind. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie sich das doch konkret vor Ort an. Die Fachberatungsstellen haben teilweise Einnahmeausfälle, Einbußen von bis zu 100.000 Euro. Und die deckeln Sie in Ihrem Sondervermögen mit 15.000 Euro Hilfe ab.
Und das führt dazu, dass die eben nicht mehr wissen, wie sie weiterarbeiten können, dass teilweise in diesem speziellen Bereich der Fachberatungsstellen auch Kurzarbeit angemeldet werden musste, obwohl die Zahlen der Kinder, die von Gewalt betroffen waren, in der Corona-Pandemie gestiegen sind. Meine Sie müssten zum Ende kommen, Frau Kollegin. Deswegen komme ich zum Schluss. Schauen Sie sich die Sachen tatsächlich an und erheben Sie die tatsächlichen Bedarfe und reagieren Sie dann bedarfsgedeckt und bedarfsorientiert und nicht ins Blaue hinein mit einer gedeckelten Gießkanne von 15.000 €. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gnadl. Frau Kollegin Brünnel, Sie können erwidern, wenn Sie möchten. Liebe Frau Gnadl, wenn Sie jetzt von der freundlichen Antwort sprechen, dann möchte ich Ihnen auch gerne noch einmal freundlich begegnen. In Ihrem Antrag vom 20. Mai war von 1,5 Millionen Soforthilfe für Frauenhäuser und Beratungsstellen die Rede. Das heißt, Sie haben vorher nicht mit den Beratungsstellen gesprochen. Sie waren vorher nicht mit Ihnen im Gespräch, wie viel Sie brauchen. Sie sind erst nachdem Ihr Antrag geschrieben wurde, dann in den Dialog mit Ihnen gegangen. Ich kann Ihnen sagen, wir sind schon zu einem früheren Zeitpunkt mit Ihnen immer und im regelmäßigen Dialog. Das kann ich Ihnen nur an dieser Stelle sagen. Und wenn Sie jetzt noch anführen, dass Sie das sehr gerne für Unterbringung zukünftig haben möchten, noch die außerhalb der Frauenhäuser, das steht in Ihrem Antrag nicht. In Ihrem Antrag haben Sie das genau benannt, für was es jetzt auch vorgesehen ist, zur Verbesserung der Kommunikationswege, für die Hygienemaßnahmen, für die Möglichkeiten der besseren Ausstattung in den Büros. Genau das haben Sie hier in Ihrem Antrag geschrieben. Ich meine, es ist schon ein bisschen her, es ist 3 Monate her, vielleicht sollten Sie sich noch einmal durchlesen, aber direkt danach auf Ihrer Homepage zu veröffentlichen, dass nun 3 Millionen, die doppelte Summe nicht ausreicht, das erklärt sich mir einfach nicht. Es tut mir leid. Entweder Sie haben sich zu dem Liebe Frau Gnadl, entweder Sie haben sich zu diesem damaligen Zeitpunkt bestimmte Sachen nicht mitgedacht und haben gedacht, Sie kommen mit 1,5 Millionen zurecht und können jetzt nicht mit dem Sie haben zum Beispiel auch das Beispiel Baden-Württemberg gebracht. Baden-Württemberg, gutes Beispiel, haben Sie auch gesagt, daran sollen wir uns mal ein Vorbild nehmen. Baden-Württemberg würde 2 Millionen machen. Baden-Württemberg hat 42 Frauenhäuser und Kinderschutzeinrichtungen. Das sind schon mal 11 mehr als wir. Wir haben zwei, ja, okay. Und Baden-Württemberg hat über 11 Millionen Einwohner und wir haben 6,2 Millionen. Also nur mal ein bisschen im Blick zu behalten. Ich glaube, wir sind mit den 3 Millionen hier wirklich gut aufgestellt. Aber es ist, wie es ist. Es könnten auch 6 Millionen sein. Der SPD ist es auf jeden Fall nicht genug. Vielen Dank, Frau Brünnel. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Ja, aber die Kollegin Papst-Dippel hat jetzt das Wort. Dankeschön. Also, ich sage es jetzt noch einmal. Die Kollegin Papst-Dippel hat das Wort, und ich bitte, so die Quergespräche einzustellen. Ich fange einfach einmal an. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es steht außer Frage, dass partnerschaftliche Gewalt nicht hinnehmbar ist und zum Schutz von Frauen und Kindern vorbeugend gearbeitet werden muss. Der gewaltfreie Umgang miteinander und das Erlernen von lösungsorientierten Strategien, mit Konflikten umzugehen, sollte zunächst einmal in Familien stattfinden. Und das bedeutet, dass eine gute Familienpolitik ebenfalls zu den Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Gewalt zählen muss. Genauso die Stabilisierung unserer Gesellschaft auf allen Ebenen, von einer guten frühkindlichen Bindungssituation bis hin zu Bildung und Sicherheit des Arbeitsplatzes und Ausübung des Berufes. Hier sieht die AfD durchaus noch sehr viel Luft nach oben. Aber beim vorliegenden Entschließungsantrag geht es ja um eine ganz spezielle Situation, hervorgerufen durch einschneidende Maßnahmen während der sogenannten Corona-Pandemie. An dieser Stelle möchte ich persönlich anmerken,
dass ich die Maßnahmen während des Lockdowns gerade für Familien mit kleinen Kindern für unverhältnismäßig halte. Es war ein großes Problem, mit einem kleinen Kind an den Kinderspielplätzen vorbeilaufen zu müssen und das Spiel mit den Nachbarskindern im Garten zu untersagen. Die Kinder waren zu Hause und in der Wohnung außer Rand und Band. Das derzeitige Stop-and-Go der Kinderbetreuung und Schule verunsichert Familien weiterhin. Es gibt ja quasi keine Sicherheit und Konstanz mehr. Jederzeit kann der Alltag wieder unterbrochen werden. Kurzarbeit bringt existenzielle Probleme, Arbeitslosigkeit zu erwartende Insolvenzen und vieles mehr werden bereits bestehende Notsituationen erwartbar verschlimmern. Und das führt bei allen Betroffenen zu enormen Spannungen und Problemen, ganz zu schweigen von den vielen Ängsten und Ungewissheiten. Langsam, ich komme dazu. Insbesondere Frauen haben auch deswegen besonders gelitten, weil sie auf Kommunikation und soziale Kontakte besonders angewiesen sind, wenn es krisenhafte Situationen gibt. Das war während des Lockdowns nicht möglich. Und viele Eltern haben sich entscheiden müssen, dass einer von beiden arbeiten geht und einer die Kinder beaufsichtigt. Das ist eine private und individuelle Entscheidung, die jede Familie und jedes Paar für sich alleine treffen muss. Dass es so oft Frauen waren, die zu Hause geblieben sind, ist damit ebenfalls alleinige private und individuelle Entscheidung der Betroffenen. Wir sind als AfD auch nicht der Meinung, dass Frauen für Anerkennung unbedingt arbeiten gehen müssen, was ja Frauenquoten gerne suggerieren. Frauenquoten gelten aber nur für Führungspositionen, gehen also am Alltag der meisten Frauen aus vielerlei Hinsicht vorbei. Aber zurück zum Antrag. Es ist anzuerkennen, dass es von... Das weiß ich sehr wohl. Es ist anzuerkennen, dass es von Seiten Verantwortlicher eine Menge von Initiativen wie Arbeitsgruppen, Aktionspläne, Koordinierungsstellen und Vernetzungen gab und gibt. Frauenhäuser und Beratungsstellen wurden und werden immer stärker finanziell unterstützt. Und dennoch reicht es nicht, um die große Nachfrage zu decken, so liest man in der Drucksache. Also doch gesellschafts- und familienpolitische Probleme? Und wie sieht es denn mit der Migrations- und Integrationspolitik aus? Der Antwort unserer Kleinen Anfrage bezüglich Frauenhäusern vom 5. Februar und einer weiteren Anfrage aus 2019 zum Thema ist zu entnehmen, dass es trotz der Gelder für Frauenhäuser und Beratungsstellen keine Veränderung der Anzahl der Plätze gab. Zu angemieteten Wohnungen gab es keine genaue Auskunft. Von den vielen Kommunen, die heute erwähnt worden sind, war nicht die Rede. Im vorliegenden Antrag, den sozialen Wohnungsbau zu erwähnen, deutet ja auf eine längere Durststrecke bei der Problemlösung. Was passiert also mit den nicht unerheblichen Geldern, die immer wieder für Frauenhäuser und Beratungsstellen ausgegeben werden? Offensichtlich besteht ja der Bedarf, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, so die Antwort auf unsere letzte Anfrage. Endlich muss man da wohl sagen, meine Damen und Herren. Corona hat diese Bestandsaufnahme sicherlich verzögert. Allerdings müssen wir aus den Antworten auf unsere Frage schließen, dass gerade die Frauenhäuser nicht genügend Mittel zur Verfügung haben. Ein Investitionsstau ist sicherlich vorhanden. Das Land stellt den Kommunen Mittel zur Verfügung, die diese dann auf die Träger verteilen. Die psychologische Betreuung der traumatisierten Frauen und Kinder gehört hier mit in diesen Topf. Der muss für viele Arbeitsbereiche ausreichen. Das ist das Problem. Da das Problem der Frauenhäuser, zu wenig Plätze zu haben, schon länger besteht und man sicherlich nicht für eine Krise wie die derzeitige gerüstet war, fragt man sich schon, warum erst jetzt verstärkt gehandelt wird. Gleiches gilt für die notwendigen Investitionen zu Aus-, Neu- und Umbau sowie Barrierefreiheit. Die Kommunen finanzieren in nicht unerheblichem Maße die Frauenhäuser mit, und zwar aus freiwilligen Mitteln.
Diese werden sicherlich in den kommenden Jahren durch die Corona-bedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum Problem werden. Über die Lage der kommunalen Familie haben wir heute schon einiges gehört. Es hat mich deswegen auch verwundert, dass unsere Fraktion im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit einem Antrag gescheitert ist, freie Finanzmittel doch dem Frauenhaus direkt zu geben. Das Frauenhaus hätte sanieren, umbauen und erweitern können, wäre also besser gerüstet gewesen. Insgesamt ist natürlich jede Hilfe zuvörderst für Frauenhäuser und auch für Beratungsstellen zu begrüßen. Wir glauben aber auch nicht, dass der Betrag von zusätzlichen 3 Millionen Euro reichen wird, denn das Paket wird wiederum auf Frauenhäuser, Interventions- und Beratungsstellen sowie die bereits erwähnte Abfederung entstandener Kosten durch Corona-Maßnahmen und die Ausfälle verteilt werden. Wir werden diesen Antrag ablehnen, weil er wenig konkret ist und ein zu positives Bild der Situation zeichnet. Die Gesamtsituation und wirtschaftliche Situation werden sich lange nicht bessern. Die Spannungen werden bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Ja, grün kann man tragen, man sollte es halt nicht wählen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, dafür setzen auch wir Freie Demokraten uns selbstverständlich ein, und das nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie. Als Frau und Mutter einer kleinen Tochter ist mir das Thema auch persönlich ein besonderes Anliegen. Allerdings, werte Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen, ist der hier vorliegende Antrag nicht mehr als ein Loblied. Ein unverdientes Loblied auf die Landesregierung und ihren Geldsegen, dem wir uns so nicht anschließen wollen. Übrigens sei auch an der Stelle daran erinnert, dass das Sondervermögen mit höchst fragwürdigen Mitteln bereitgestellt wurde, Mittel, bei denen man die Rechte der Opposition nicht mehr so ernst nehmen wollte, aber das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Der Antrag hier lobt die Landesregierung für Leistungen, die die hessischen Bürgerinnen und Bürger vor Ort erbringen, und das meiste übrigens ehrenamtlich. Lob und Dank gebühren den Ehren wie Hauptamtlichen in Jugendämtern, Frauenhäusern und auch den zahlreichen Anlauf- und Beratungsstellen und Hilfezentren in Hessen. Dank gebührt den Bürgerinnen und Bürgern, die trotz der Pandemie oder gerade deshalb alles gegeben haben, um Betroffene vor Gewalt zu schützen. Um die Betroffenen vor häuslicher Gewalt und Verwahrlosung zu schützen, indem eben Hilfsangebote aufrechterhalten wurden, indem Frauen sich auch per Codewort an Apotheken wenden konnten. Der Antrag aber bleibt an vielen Stellen vage und ungenau. Wir sollen feststellen, dass es dem Land Hessen bereits seit vielen Jahren ein Anliegen ist, Frauen und Kinder zu unterstützen und zu schützen. Werte Landesregierung, warum genau finden sich denn auf der Seite des HMSI keine niedrigschwelligen und schnell auffindbaren Anlaufstellen oder Notrufnummern? Warum finden sich keine aktuellen Einträge zum Umgang mit der Einhaltung der Kinderrechte vor dem Hintergrund der Pandemie, sowohl für die Träger als auch für Betroffene? Warum haben wir denn seit Juni 2019 keine Beauftragte oder Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte mehr? Warum betrifft der aktuellste Beitrag unter der Rubrik Kinder- und Jugendrechte die Übergabe der Kinder- und Jugendrechtekarte aus 2018? Zwei Jahre nichts passiert. Diese und andere Fragen haben wir per Kleiner Anfrage gestellt. Wir warten noch gespannt auf die Antwort, aber Raum für Lob sehen wir jetzt aktuell keinen. Es wäre auch irgendwie nett, wenn Sie mal die Beiträge online mit dem Datum des Uploads versehen. Das wäre dann zwar noch unangenehmer für Sie, aber wenigstens professionell. Und vielleicht treibt es ja dann auch die Motivation nach etwas mehr Aktualität an. Aber zurück zum Antrag. Wir vermissen in dem Antrag beispielsweise den Aspekt der präventiven Täterarbeit. Frau Brünnel ist eben in ihrer Rede darauf eingegangen, aber im Antrag konkret steht da nichts.
Präventive Täterarbeit ist aber ein wesentlicher Baustein im Kampf gegen häusliche Gewalt. Nur so lässt sich das Problem nachhaltig lösen, denn viele Täter waren zuvor ja selbst auch Opfer. Was die Landesregierung auf dem Feld unternimmt, haben wir ebenfalls abgefragt. Die Antwort erwarten wir auch gespannt. Ich habe bei der Debatte zum Thema Femizid vor der Sommerpause bereits einige Aspekte genannt, die wir für wesentlich erachten. Wesentlich im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Für eine effektive Strafverfolgung können Schulungen für Polizei und Justiz sinnvolle Maßnahmen sein. Wir müssen für das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder auch sensibilisieren. Und es ist essentiell, dass Betroffene keine Angst haben, Anzeige zu erstatten. Opfer müssen schnell und unkompliziert Schutz erhalten. Und wir müssen eben dringend die präventiven Maßnahmen ausbauen. Wir müssen auch über Geschlechtergerechtigkeit aufklären. Und das sollten wir möglichst früh tun, bei den Kleinsten. Hier müssen wir unterstützen, denn gewaltfreie Konfliktlösungen sind erlernbar. Wir freuen uns, dass der Aus- und Umbau von Hilfseinrichtungen unterstützt werden soll. Wir hoffen da auch nicht nur auf Barrierefreiheit, sondern auch auf die Digitalisierung, auf eine effiziente Vernetzung der Hilfsangebote und auf digitalen Support für die Beschäftigten vor Ort. Sie bringen im Antrag ja auch die Idee des Schalthuthauses, die wir im Übrigen sehr begrüßen. Das stammt aus Skandinavien. Und vor Ort konnten sich ja auch einige der hier Anwesenden von dem guten Konzept gegen Kindesmissbrauch überzeugen. Mein Kollege Janke Kürsün war auch vor Ort. Er hat sich sowohl von dem Konzept des Barnahus wie auch von dem Fortschritt im Bereich der Digitalisierung überzeugen lassen. Wir hoffen, dass die Fraktionen von CDU und Grünen diesen Aspekt der Digitalisierung dann auch nicht vergessen. Wir erinnern im Zweifel aber natürlich gerne daran. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, es bleibt uns wirklich ein Rätsel, was dieser Antrag soll, weil es ist nicht mehr als eine Beschreibung des Status quo. Es ist ein Abfeiern des Geldsegens, verbunden mit höchst vagen und oberflächlichen Absichtserklärungen. Aber das Thema Schutz vor Gewalt ist sehr wichtig, uns auch sehr wichtig. Aber dieser Antrag wird den Herausforderungen nicht gerecht. Deswegen werden wir uns enthalten. Wir erwarten da mehr. Und ich denke auch, dass die hessischen Bürgerinnen und Bürger mehr erwarten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat die Frau Abg. Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Durcheinander macht. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern hat Deutschland beim Europarat den ersten Staatenbericht zur Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention eingereicht. Die Konvention verpflichtet Deutschland seit 2018 zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen auf allen staatlichen Ebenen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, umso erstaunlicher finde ich, ist es, dass in Ihrem schwarz-grünen Antrag zur heutigen Debatte zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt die Umsetzung der Istanbul-Konvention gar keine Rolle spielt. Da loben Sie sich für das Engagement in den letzten Jahrzehnten, unter anderem für den 2011 aktualisierten Aktionsplan des Landes zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt, und vergessen ganz nebenbei, dass der noch gar nicht auf Grundlage der Istanbul-Konvention in den letzten Jahren überarbeitet wurde. Auch erwähnen Sie zwar das Wort der Prävention mehrfach in Ihrem Antrag, aber Sie scheinen auch noch nicht verstanden zu haben, dass das gar nicht alleine von Frauenhäusern, Interventionen und Beratungsstellen umgesetzt werden kann. Denn die Istanbul-Konvention erwartet, dass die Ursachen bekämpft werden. Sie fordert strukturelle Veränderungen, eine Veränderung des Gesellschaftsbildes, in dem Gewalt an Frauen geächtet wird. Und das gelingt mit den Maßnahmen in Ihrem Entschließungsantrag leider nicht. Es müssen nämlich darüber hinaus Maßnahmen ergriffen werden, insbesondere in den Regelstrukturen, wie den Kitas, wie den Schulen,
Wir müssen mit der Prävention viel früher ansetzen, als Sie das in Ihrem Antrag beschreiben. Und das bestätigt uns einmal mehr. Wir brauchen in Hessen eine eigenständige Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, die unabhängig von der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt eingerichtet werden muss, die ressortübergreifend arbeitet, so wie es auch der Paritätische gefordert hat, so wie wir es bei den letzten Haushaltsberatungen im Januar eingebracht haben. Aber natürlich haben Sie unseren Haushaltsantrag zur Einrichtung einer solchen Landeskoordinierungsstelle abgelehnt. Genauso wie sich in Ihrem Haushalt trotz der schon damals alarmierenden Zahlen – und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahlen waren schon vor Corona alarmierend – keine Mittel finden, um etwa die dringend benötigten 300 zusätzlichen Familienzimmern in Frauenhäusern in Hessen zu schaffen. Wenn wir den Anforderungen der Istanbul-Konvention entsprechen wollen, müssen wir in Hessen die Zahl der Familienzimmer in Frauenhäusern verdoppeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für jede Ausweitung der Kapazitäten bedarf es natürlich auch zusätzlichen Personals. Denn ohne mehr Mitarbeiterinnen können nicht mehr Frauen auch entsprechend geholfen und betreut werden. Um die Istanbul-Konvention umzusetzen, braucht es eben mehr als nur den Status quo und ein paar zusätzliche Notfallhilfen in Corona-Zeiten. Wir müssen das Netz an Frauenhäusern, an Beratungsstellen auf eine ganz neue Ebene heben, mit genügend Personal, das sichere Arbeitsverträge bekommt, ordentlich bezahlt wird und dem auch die Überstunden, und das will ich jetzt noch einmal besonders erwähnen, weil da sind in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie sehr, sehr viel Arbeit auch noch zusätzlich angefallen, indem eben auch die Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich sich für die von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern einsetzen, dass diese Überstunden auch mal irgendwann ausbezahlt werden können. Wir brauchen kontinuierlich Mittel für die Erweiterung, Umbauten, Sanierung und Mittel für die bereits angesprochenen zusätzlichen Familienzimmer. Genau für diesen investiven Bedarf hat der Bund bereits vor Corona ein Bundesinvestitionsprogramm aufgelegt, gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, von dem auch hessische Einrichtungen profitieren werden und das sie mit Landesmitteln ab dem nächsten Jahr kofinanzieren wollen. Und wieder einmal hat es eines Bundesprogramms bedurft, damit Sie das Problem in Hessen erkennen und handeln. Selbst haben Sie in den letzten Jahren dies nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, Sie haben all unsere Haushaltsanträge in den letzten Jahren immer wieder als schwarz-grüne Koalition abgelehnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade die Corona-Pandemie hat auch die Interventions- und Beratungsstellen, die Frauenhäuser und Notrufe vor weitere Herausforderungen gestellt. Viele mussten auf digitale Beratung umstellen. Viele mussten Arbeitsgeräte anschaffen, damit sie im Homeoffice arbeiten konnten. Wohnungen wurden angemietet, zusätzliche von Frauenhäusern mit kommunaler Hilfe, um mehr Frauen und Kinder aufnehmen zu können. Und das, obwohl ihnen eigentlich das Personal dafür fehlt, um diese weiteren Frauen und Kinder betreuen zu können. Auch wenn es zunächst in den ersten, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen der Corona-Pandemie einen Einbruch der Zahlen gegeben hat und sich weniger von Gewalt betroffene Frauen gemeldet haben, so sind danach die Zahlen angestiegen. Und das haben auch viele Mitarbeiterinnen der Beratungseinrichtungen der Frauennotrufe mir geschildert, wie schwierig das auch war in der Zeit des Lockdowns, wie schwierig sich da die Problemlagen der Frauen verschärft haben, wie kleinste Zeitfenster genutzt werden mussten, um in einer akuten Gefahrensituation der Frauen überhaupt die Frauen beraten zu können. Und noch schwieriger ist die Situation für die Kinder, die von Gewalt in ihren Familien betroffen waren und sind. Denn die Gewalt, die sie erfahren haben, ist plötzlich während des Lockdowns von niemandem mehr gesehen worden. Ich möchte eine Aussage von Professor Wieland Kies
zitieren, der als Direktor der Kinderklinik Leipzig getätigt hat. Anlass war der Pressekonferenz zu den ersten Ergebnissen der Studien zu Corona-Prävalenz an Schulen und zu den ganzheitlichen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder, die das Land Sachsen in Auftrag gegeben hatte. Er sagte, wir hatten 4 Wochen lang während der Schulschließungen keine Kindesmisshandlungen in unserer Klinik. Dasselbe berichten mir meine Amtskolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, weil es gab natürlich Kindesmisshandlungen, aber es ist nicht aufgefallen. Das heißt, kein Lehrer, keine Kita hat gemerkt, dass mit einem Kind etwas nicht stimmte. Ich muss Ihnen berichten, dass wir vor 2 Wochen 4 Kinder in einer Woche, Säuglinge mit einem Schütteltrauma, aufgenommen haben. Also plötzlich poppt es wieder hoch, sobald sich die Leute wieder getrauen, ins Krankenhaus zu gehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, auch uns würde es in Hessen sehr gut anstehen, die Auswirkungen von Corona, die Schul- und Kitaschließungen und die Auswirkungen auf die Kinder systematisch zu untersuchen, um dann auch mit gesicherten Erkenntnissen weiter daran arbeiten zu können. Beengte Wohnverhältnisse, die ganze Familie wochenlang auf engem Raum, Kleinkinder, Schulkinder, die noch betreut, die beschult werden mussten, Kurzarbeit, Einkommensverluste, Angst vor Jobverlust. All das hat Familien besonders unter Stress gesetzt und all das hat auch das Gewaltpotenzial weiter ansteigen lassen und die Situation für die Frauen und Kinder hat sich in diesen Familien verschärft. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da kann ich angesichts dieser Situation die Selbstbeweihräucherung, die Sie in Ihrem Entschließungsantrag vornehmen, nicht nachvollziehen. Die Frauenhäuser in Hessen waren schon vor der Corona-Pandemie am Limit. Im Jahr 2018 wurden in Hessen 2.798 Frauen und ihre Kinder wegen Platzmangels von Frauenhäusern abgewiesen, wie eine frühere Anfrage meiner Fraktion aufgezeigt hat. Und deswegen haben wir in all den Jahren vor Corona schon dazu appelliert, diese Situation zu verändern. Bisher immer von CDU und Grünen abgelehnt. Jetzt wollen Sie sich mit dem gigantischen 12 Milliarden Sonderpaket und den ganzen 3 Millionen Euro, die Sie für Kinder und Frauen, die zum Schutz von Kindern und Frauen vor Gewalt bereitstellen. Ja, Frauenhäuser und Frauennotrufe und Beratungsstellen brauchen gerade jetzt durch die Corona-Pandemie zusätzliche Mittel. Einnahmeausfälle wie Spenden, Bußgelder oder auch Fortbildungen, die nicht stattgefunden haben, müssen kompensiert werden. Zusätzliche Ausgaben sind aufgelaufen. Und ich bin gespannt, für was die Mittel dann tatsächlich auch verwendet werden dürfen. Was ist beispielsweise mit den durch die Corona-bedingte Situation aufgelaufenen Überstunden? Aber was mir völlig unverständlich ist, Sie deckeln diese Hilfszahlungen pro Einrichtung völlig willkürlich. Ob diese Höchstsummen pro Institution ausreichen, um den Fortbestand der Hilfseinrichtungen zu sichern, wird damit zum Glücksspiel. Und ich habe das eben schon mal gesagt, die Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Ich will mal 2 Beispiele herausgreifen. Lawine, Hanau, Wildwasser, Gießen. Die rechnen mit Einnahmeeinbußen von bis zu rund 70.000 bzw. 100.000 Euro. Und die Hilfen des Landes sind für sie auf 15.000 Euro gedeckelt. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Zum Schluss. Deswegen bin ich auch in der Tat betroffen von Ihrer völligen Ignoranz gegenüber dieser Situation, dieser Fachberatungsstellen. Es wäre ein leichtes gewesen, auch entsprechend die Einnahmeausfälle tatsächlich zu erheben und abzufragen. Wir erwarten von der schwarz-grünen Koalition, dass sie den Fortbestand der hessischen Einrichtungen zum Gewaltschutz effektiv sichert und dafür sorgt, dass keine der Einrichtungen aufgrund der Corona-Folgen Insolvenz anmelden muss. Und dazu gehört, die Gesamtmittel bedarfsgerecht aufzustocken und vor allen Dingen diese willkürliche Deckelung aufzuheben. Vielen Dank.